Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel von Die Reise ins All. Ich möchte, um ehrlich zu sein, erst einmal nochmal kurz die Musik durchlaufen lassen. Da gerade eben hat man etwas gehört, das für mich sehr stark nach Secret of Mana klang. Also gehe ich davon aus, dass es sich bei diesem Lied hier um ein Stück aus dem Soundtrack von Secret of Mana handelt. Es ist mittlerweile schon sehr lange her, dass ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Ich glaube, das war irgendwie 2004 oder so. Das ist schon echt lange her. Habe ich das mit zwei Freunden zu dritt auf Super Nintendo durchgespielt. War echt super. Ist natürlich ganz anderes Gameplay gewesen, als es jemals in einem Maker-Spiel gegeben hat, ist jetzt auch gar nicht so Kern der Sache. Mich würde viel eher so interessieren, wie es bei euch aussieht. Kennt ihr diese ganzen Super Nintendo-Spiele? Seid ihr auch damit aufgewachsen? Oder ja, wie sieht das bei euch aus? Interessiert ihr euch überhaupt dafür? Ich habe ja auch noch ein paar Super Nintendo-Spiele auf meinem Kanal und es wird auch weiterhin welche geben. Also ich finde die Super Nintendo-Spiele zum Großteil echt sehr schön. Secret of Mana würde ich auch sehr gerne spielen, aber da bräuchte man natürlich irgendwie die Möglichkeit, dass man zu dritt spielt. Und wie das genau funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Ich habe Secret of Mana immer noch hier für Super Nintendo und ich habe auch viele Controller. Ich habe leider kein funktionierendes Multitap mehr. Das wurde uns damals leider entwendet. Ist sehr schade, vor allem weil wir es für 1 Euro im ANV gekauft haben und danach gemerkt haben, oh fuck, das kostet irgendwie so 30, 40, 50 Euro bei eBay. Scheiße. Okay, gut, damals natürlich noch nicht, aber ich sag's einfach mal so, wir haben das Spiel damals durchgespielt und dann irgendwann wurde das Multitap entwendet und naja, ich meine, wir waren halt eine Jugendklique, Freundschaften enden vielleicht auch irgendwann mal und ja, mittlerweile ist es halt egal, ich habe da nur irgendwann mal vor ein paar Jahren mal, ist mittlerweile auch schon wieder bestimmt 4, 5 Jahre her, bei eBay nachgeschaut, was so ein Multitap kostet und ja, nein, mich interessiert das einfach nur, ob ihr die Super Nintendo-Spiele kennt, ob ihr da irgendwie eine Beziehung zu habt und so und Verzeihung, wir sind ja bei Die Reise und All, meine verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, ein neues Kapitel. Wir sind auf dem Mars angelangt, nach all den Strapazen. Wir sind aus den Traumwelten geflohen und jetzt dürfen wir wieder in Gestalt unseres Leutnants durch die Gegend laufen und wir haben überall Trümmerstücke und Anemonen oder auch nicht und Ranken. What the fuck? Das sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Oh, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen Angst hier oben. Trümmerstücke, okay, na gut. Mit diesen Trümmerstücken können wir scheinbar nichts machen. Ich hoffe, dieses kleine Aufstoßen hat man jetzt nicht gehört. Ich nehme jetzt im Übrigen doch direkt nach dem anderen Part auf. Ich denke mal, mit meinem Hals hat sich es erstmal wieder. Und wenn es doch schlimm werden sollte, dann muss ich immer kurz auf Pause drücken und einen kleinen Schluck trinken. Ich sehe gerade gar nicht, wo ich auf der World Map bin. Da unten, der kleine Punkt, alles klar. Landeplatz, nein, das ist die Absturzstelle. Wie kann man das denn Landeplatz nennen? Fragezeichen, Fragezeichen, die drei Fragezeichen, die kenne ich, aber denen statten wir erstmal keinen Besuch ab. Oder müssen wir, so wie es aussieht, müssen wir, oder? Wir können auch in die Wüste rein. Oder auch nicht. Diese Weite! Diese marsianische Kälte! Diese tote Öde! Hat er gar nichts dazu zu sagen? Wüste leer! Ohne geeignete Ausrüstung wäre es Wahnsinn, tiefer in eine solche Zone des Todes vorzudringen. Gut, den Wahnsinn müssen wir uns eigentlich ersparen, wobei, ich kann euch einen Game-Over-Screen erzeugen. Nee, okay, das endet einfach hier. Die Wüste ist nicht so groß, wie es den Anschein hat. Sie ist nur einen Screen groß und endet hier an dieser Klippe. Die Welt endet einfach. Dann werden wir wohl nach Fragezeichen, Fragezeichen gehen müssen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier oben... können wir doch dran gehen. Ja, okay. Aha. Für einen Sprung ist mir die Strecke entschieden zu weit. Vielleicht müssen wir einfach nur den Himmel betätigen. Sitzt Felsen fest! Mir scheint hier ein Bauteil zu fehlen. Ach, wage die Frage, woher Herr Professor das denn so bestimmt wissen sollen? Eine offene Arbeitsklappe, ein Loch und einige leere Halterung im Gehäuse legen einen Verdacht nahe. Aha,
Empfehle sofortige Suche nach fehlendem Brückenteil. Und wo sollen wir mit der Suche beginnen? Wir können doch wohl kaum den ganzen Planeten durchforsten. Auf einem ordentlichen Planeten findet sich alles wieder ein. Verlassen wir erstmal diese Gegend hier. Die scheint nicht weiter nützlich zu sein. Ach, da oben ist eine Brücke. Alles, alles klar, das ist keine Straße, das ist eine Schlucht. Jetzt verstehe ich. Und es gibt auf jeden Fall eine Pyramide auf dem Mars. Das ist krass. Okay, gut, gehen wir mal zu den drei Fragezeichen. Was für ein erhabener Augenblick. Wir betreten eine marsianische Stadt, meine Herren. Ah, und auf dem Mars leben scheinbar Tentakelmonster. Aha! Besiedelt! Wünsche den Bürgermeister zu sprechen, um Kapitulation entgegenzunehmen. Ach, geben Sie doch für einen Augenblick Ruhe. Bislang tritt man uns mit weniger Feindseligkeit entgegen, als zu erwarten war. Warten Sie nur ab, Professor. Am Ende entpuppt sich alles als furchtbares Missverständnis. Schnick, schnack! Bin von Kopf bis Fuß auf Kampf eingestellt! Denke, diese Zwerge sind schnell bezwungen! Ausleutnen! Dann will ich mich einmal bemerkbar machen. Ich habe eigens eine kleine Ansprache vorbereitet. Juhu, liebe Marsianer! Besuch ist da! Schnurz-Kling-Klang. Pardon, ich wollte sagen, Hui, Paka, Kabimmel, Odongo, Schnalz. Hatta, hatta, Popo. Suru, Suru, kleiner Mann. Was für ein putziges Kerlchen. Sie sprechen Marsianisch, Professor? Nicht nur das, Gnädigste, nicht nur das. Ich verstehe es sogar. Bedenken Sie mein Abenteuer. Seit ich dem geheimnisvollen Kristallapparat ausgesetzt war, hat sich mein Wissen um den Mars... Ja, Geschichte ist bekannt. Hat der Kleine nun kapituliert oder muss ich ihm erst Beine machen? Hui, hui, ei, hei! Was hat er denn überhaupt gesagt? Er meint, er heißt Ei, hei. Und ist ebenso erstaunt wie erfreut, unsere Bekanntschaft zu machen. Finde das äußerst anstrengend, ständig auf die Übersetzung zu warten. Na gut, ab sofort übersetzt das Programm automatisch vom Deutschen ins Marsianische und zurück. Sehr schön. Firma dankt! Nanu, wo kam denn auf einmal diese Stimme her? Bin junger Heisen, das kann man notfalls nehmen. Ach. Sei unbesorgt, kleiner Mann. Die Stimme tut nichts. Und auf der Erde hören wir sie ständig. Seid ihr auch Elfchenfremde? Verbitte mir seinen Tonfecker! Bei der nächsten Frechheit werde ich ihn fordern. Elfchen? Ich verstehe nicht recht. Tentakler. Ich arbeite, Kreatur. Der Herr hat mich schwatzen sehen. Was ist das? Guten Tag, mein Herr. Wir sind friedliche Besucher Ihrer Welt. Wenn ich mich vorstellen... Ich hatte Freude. Diese Elfchen ist am Anschein von der Nachbarkugel. Ich werde sie untersuchen. Zunächst wende ich mich in den Rhein zu. Und da kommt auch schon der Erste. Okay, gucken wir mal, ob wir den ersten Kampf hier hinbekommen. Wir werden ihn logischerweise erst einmal einschätzen. Und ansonsten einfach mal normal angreifen. Ich denke mal, das wird schon passen. Da weiche ich da schon mal aus, das ist schlecht. Also, wie viele 1000 Trefferpunkte hat er denn? 200. Das klingt machbar. Stärken sind Wasser und Schusswaffen durchschlagen den Glipper, ohne großen Schaden anzurichten. Elemente gegenüber Feuer und Donner und Schläge. Okay. Das sollte ich hinbekommen. Ich meine, zuschlagen können sie ja alle. Hier machen wir mal einen Faustschlag. Die Kreatur darf auch mal einen Hieb machen. Eleonore darf schon das erste Mal wieder heilen. Und wie war das noch gleich? Feuer, ne? Dann ist er mal ganz Feuer und Flamme.
Ja, 62 Schadenspunkte, das ist doch schon ordentlich. 54, sehr schön. Da ist der Gegner noch schnell bezwungen. Ich hoffe mal, ich habe genug Magieträger. Vielleicht sollte ich nicht ganz so viel davon ausgeben. Gut, der erste Gegner auf dem Mars ist schon einmal besiegt. Ausflug ist ganz nach meinem Geschmack. Nächster. Er hat einen Hirnerschlag. Uiuiuiui. Böse, böse, böse. Komm schnell. Folgt mir. Wo geht der denn jetzt hin? Kommt, Äffchen, Freunde, hier rein. Ich weiß nicht. Das geht mir alles etwas zu hastig. Hoho, eine Einladung in ein Marshaus schlage ich gewiss nicht aus. Kommt, Freunde, hinterher. Wir werden wohl keine andere Wahl haben. Nein, nein. Macht schnell, liebe Äffchen. Wird er es wohl noch lernen, uns nicht als Äffchen zu bezeichnen, Bursche? Jetzt ist nicht die richtige Zeit für ihn im Unterricht. Schnell, 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 liebe ehrenwerte Gäste. Na, bitte, geht doch. Das sieht doch eigentlich ganz gemütlich aus. Diese Pflanzen sind etwas eigenartig. Sie haben es aber sehr gemütlich, ja. Hier, Herr Ai-Hai. Das ist das, was ich gerade auch gesagt habe. Und es sieht aus, als wären wir in einem Flugzeug. Als, ich meine, da draußen, ich meine, wir fliegen gerade. Seht ihr es? Wir fliegen, das ist genauso. Ich meine, es sieht sogar vom Chipset so aus, als wäre das irgendwie so ein Flugzeugfenster. Vielleicht ein bisschen zu groß dafür, aber es passt trotzdem. Und ich meine, die Rohre, die durch seine Wohnung durchgehen, sind wirklich alles andere als ansehnlich. Da hätte er sich wenigstens irgendwie Dekoration oder sowas hinhängen können. Ah, ah, die Decke stürzt nach vollends ein, wenn das so weitergeht. Gemütlich, gar keine Frage. Oh, wir dürfen uns frei bewegen. Das hier sieht ziemlich lecker aus. Wirkt ein wenig wie intelligente Spaghetti. Woher kennt ihr denn das? Magwitz und Bildung, du findest eine Badekur, sehr schön. Wir beklauen direkt erstmal das Alien. Nein, nein, nicht da hinunter. Das ist ein geheimer Keller, denn die Aliens planen bestimmt eine Rebellion gegen diese bösen Tentakler-Mars-Typen. Donnerlittchen, ein Turbometer. Das ist ein ungemein fortschrittlicher Haushalt. Ja, die haben sogar schon heiße Erfindungen. So, wir haben es von den Tentaklern bekommen, damit wir immer wissen, wie kalt und trocken es ist. Sind ja doch ganz nette Gesellen. Die Tentakler schätzen es nämlich nicht, wenn ihre Sklaven erfrieren oder verdorsten. Zumindest nicht, bevor die Arbeit getan ist. Alles klar, ja. Ich verstehe schon, wir kommen auf den Mars und der Mars ist natürlich besetzt von einer fremden Spezies, die selbst nicht zum Mars gehört. Und ja, den Marsianern müssen wir jetzt natürlich helfen. Wiederhole! Sind ja doch ganz nette Gesellen! Ja, Sklaverei ist so... Ich meine, letztlich... Wenn wir gerade in der Zeit der Kolonialisierung sind, was auch so durchaus hinkommen könnte, denke ich, dann würde es ja passen. Ich meine, Deutschland hatte zwar nicht unbedingt viele Kolonien, aber Hauptsache der Kolonialgeist ist in den Leuten vorhanden. Wir müssen unser Territorium erweitern. Nur ein wenig Sand durch die Fugen rinnt. Sie haben hier überaus interessante Pflanzen, mein Lieber. Ah, die Kopfwedler. Sie sind unsere große Freude. Wir sind die geborenen Gärtner, müsst ihr wissen. Wir waren es zumindest, bevor wir zu den Dienern der Tentakler wurden. Diener der Tentakler. Die Bauweise des Ai-Hai-Hauses. Lesen. Ja. Marserde und Wasser werden zu einem Gemisch verrührt, das sich in der trockenen Marsluft geschwind zu einer festen Substanz verbindet. Solange die Behausung in regelmäßigen Abständen mit Wasser besprenkelt wird, ist das Baumaterial dauerhaft fest. Um auch in den kalten Marsnächten ein Höchstmaß an Wärme zu genießen, werden die Schlafräume unterirdisch angelegt. Ah, ich verstehe. Deswegen dürfen wir da wahrscheinlich auch nicht rein. Das Rohr ist auffallend warm. Muss es ja auch. Und dieses Rohr hier, das ist ein dickes Fenster, hält die kalte, trockene Marsluft ab. Ich dachte schon, wir fliegen irgendwo hin. Hier könnt ihr erst einmal untertauchen, bis sich die Aufregung gelegt hat. Vielen Dank für deine Hilfe. Ah, ah, ah! Es war sehr leichtsinnig von euch, einen der Herren zu töten. Sie sind sehr mächtig. Aber wenn ihr hier bleibt, wird alles gut. Hoffentlich.
Erzähl mir mehr von dir, Ei-Hai. Oh, du scheinst zu meinen, mein Name wäre Ei-Hai, liebes Weißfelläffchen. Ja, wir haben ja gerade eben das Buch gelesen und dadurch, dass ja bauweise der Ei-Hai dastand, wissen wir, dass es sich dabei um die Rasse handelt. Oder, ja, wenn man das so nennen kann. Ich meine, wir sind ja auch Menschen. Das klingt wahrscheinlich für irgendeinen Alien genauso bescheuert. Oder einfach nur für irgendeinen Ausländer. Weil Menschen ist ja ein deutsches Wort und da. Egal. Weißfelläffchen? Haha, ich mag den Knirps. Aber sag, wie heißt du dann? Wir sind die Ei-Hai. Das ist der Name meines Volkes. Ich bin einfach der, der ich bin. Du hast gar keinen Eigennamen? Aber wie haltet ihr euch dann auseinander? Das erinnert mich gerade ein bisschen an die Gargoyles, Disneys Gargoyles. Ihr kennt die bestimmt. Weil da war das nämlich genauso. Das war genauso, aber wie haltet ihr euch dann auseinander? Ja, weiß halt einfach jeder, wer gemeint ist, weil man den anquatscht, ne? Da gab es das am Anfang auch und dann, nein, wir Menschen geben alle um ihren Namen und deswegen bekommen die jetzt alle Namen. Und dann haben sie so tolle Namen bekommen wie, ja, Hudson, ne? Wobei Hudson eigentlich ein ziemlich cooler Name ist. Es ist ja nicht so, dass wir alle gleich aussehen. Ja, natürlich nicht. Wer sind denn diese Tentakler? Die Herren, schreckliche, mächtige Herren. Sie sind stark, die Ei-Hai schwach. So war es schon immer. Sind die Tentakler die Herren des Mars? Sie sind furchtbar stark und furchtbar mächtig. Wir dienen ihnen treu. Der Kleine ist hilfsbereit, aber nur bedingt hilfreich. Ich fürchte, so kommen wir nicht weiter. Ja, Herr. Die Ei-Hai machen immer, was ihr ihnen sagt. Verräterische Kröte! Ich hoffe, das hat es nicht zu hart übersteuert. Hier sind die Eindringlinge, Herren. Euer treuer Diener hat sie für euch aufgehalten. Das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich auch geil. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Vielleicht ist es doch nicht so, wie ich gedacht habe. Ich weiß es nicht so genau. Auf dem Weg mit dir, Sklave. Ich hoffe immer noch auf eine gütliche Einigung. Ja, bring das Weibchen und die anderen Äffchen zum Schweigen. Okay, einer war in Ordnung. Drei sind problematisch. Okay, drei von denen können jemanden ziemlich schnell umbringen. Da ist jetzt natürlich die Frage, schlag dir auf alle Gegner zu. Machen wir es einfach mal. Stampfen. Stampfen wir mal auf die Gegner ein. Mittlere Heilung. Mittlere Heilung auf von Magwitz. Fähigkeit. Flamme. Flamme geht auch mal auf einen. Auf Flammenlinie natürlich. Ja, das sind ordentliche Schadenszahlen. Das ist dann doch machbar. Okay, geblendet zu sein ist für die Kreatur natürlich durchaus problematisch. Ja, sehr schön. Es hat ungefähr genauso viel gebracht, wie ich gedacht habe. Da ist jetzt natürlich die Frage, was ich jetzt in ihm am besten mache. Wahrscheinlich darf er dann auch heilen. Nehmt einfach mal selbst eine Wundsalbe und Eleonore gibt eine Gruppenheilung und eine Flammenlinie. Tentaklerwache versetzt sich in mentale Konzentration. Was auch immer das bedeuten mag. Überwinde den Schock. Das finde ich nicht gut. Ich denke mal, es ist schon sinnvoll, alle drei gleichzeitig anzugreifen. Das Problem ist natürlich, die Gegner sind schneller als wir. Ich hätte mit Eleonore vielleicht erstmal noch... Oh Gott, das heilt ja wirklich gar nichts. Ach du Scheiße. Was machen wir denn da? Dann gibt es direkt mal eine Wundsalbe für den Leutnant. Und ich mach mal Flinkheit. Das geht ja auch nur auf einen. Dann auf Eleonore. Und nochmal Flammenlinie. Was? Kann sich Medizin geben? Heute Abend gibt's Tentakelklein à la Magwitz! Ah, uiuiui. Okay, der erste hat sich also schon mal wieder geheilt. Das ist schlecht. Aber bisher überleben wir alle. Das ist gut und sehr schön. Der bricht schon zusammen. Ach, und der auch hervorragend. Okay, dann bin ich jetzt guter Dinge. Wenn es nur noch einer ist, dann geht das. Dann ist das kein Problem. So, dann gibt's einfach einen Faustschlag. Und...
Wir peisen mal eine Buntsalbe und Eleonore darf nochmal eine Gruppenheilung machen. Dann gibt es einfach nochmal Feuer auf einen. Die Gruppenheilung ist schon echt schwach. Habe ich irgendwie nicht noch was Besseres gelernt? Ich sollte vielleicht mal nachschauen nach dem Kampf. Oder jetzt noch. Nein, dann noch nicht. Das ist schlecht. Dann werde ich aber trotzdem mal eine mittlere Heilung auf unseren Leutnant machen. Ja gut, wir können heilen, die Gegner können heilen. Vielleicht ist es doch relativ fair, aber... Ich meine, das sind jetzt gerade noch die einfachen Kämpfe. Es sind nur drei. Das Problem ist, ich habe so das Gefühl, als würden wir wahrscheinlich noch gegen Truppen aus fünf oder sechs von denen kämpfen. Aber hey, Eleonore erreicht Level 12 und hat ein Kurbad gelernt. Sehr schön. Heisen lernt auf Level 12 Eiskristall. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt zu ihm! Glaubt er, uns ungestraft hintergehen zu können? Bitte tut mir nichts. Der Zorn der Herren wird schon schlimm genug. Du warst äußerst unartig. Das muss ich schon sagen. Ich glaube kaum, dass wir so einfach darüber... Bitte, bestraft mich nicht. Ich zeige euch, warum ich mich nicht gegen die Herren auflehne. Will er sich etwa herauswinden, Kerl? Braucht er gar nicht zu versuchen, verzeihe, nee! Kommt und seht! Sehen wir uns an, was der Bursche da unten hat. Zwecklos! Lasse mich ohnehin nicht erweichen. Epic Fail bei Magwitz, okay. Zwecklos, lasse mich ohnehin nicht erweichen. So. Jetzt kriege ich gerade gar nichts mehr hin, das ist echt geil. Wir sind neugierig. Habe ich das so gesprochen? Ich denke schon. Okay, gut. Ehe ich jetzt hier noch mehr durcheinander komme, was auch immer für eine Rebellion oder was auch immer die Marsmenschen planen, wir werden es dann im nächsten Part von Die Reise ins All herausfinden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr seid es auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn die Stimmen hoffentlich wieder etwas passender sitzen. Bis zum nächsten Mal.